da sieht man mal, wie lange wir an diesem Projekt arbeiten, wo dann natürlich auch die Künstler an dem Projekt arbeiten. Wir sind ganz, ganz stolz, dass wir die Galerie sind, die 1000. Edeka-Frau. Man sieht ganz gut, die erste ist leider nicht hier, die konnten wir nicht zeigen, aber wir konnten schon dann Nummer 40, 50, 80, 100, 83, 300 zeigen. Speichere das auch ab und zusätzlich habe ich aber noch Bücher zu Hause, um mich so ein bisschen anzukicken. Also Fellini Faces ist so ein Buch, was ich oft benutze. Jede Frau mit einer anderen Handtasche wäre schon eine unendliche Menge oder jede Frau mit einer anderen Frisur wäre auch schon eine unendliche Menge. Insofern können wir die Ideen dann nicht ausgehen. Das kann ich nicht sagen. Und das Pensum, was wir jetzt haben, ist schon ein sehr hohes Arbeitspensum. Ich glaube, wir müssen ein bisschen runterschrauben, wenn wir älter werden.